Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Schurken-Video im Neulingsdojo. Und zwar erkläre ich dir mal ein bisschen was zum Schurken, was dich so erwartet, wenn du den Schurken spielen möchtest, welche Spezialisierung hat der Schurke, was für Waffen benutzt er so und wie ist so das allgemeine Gameplay. All das und mehr erfährst du nach einem kurzen Intro, also bleib dran. Ja, als Schurke sind wir so ein bisschen als schleichender Taschendieb unterwegs, haben drei verschiedene Spezialisierungen und sind Nahkämpfer. Also wir sind Nahkämpfer durch und durch, haben die Möglichkeit, uns so ein bisschen zu verstecken und dann wieder aus dem Schatten heraus zu agieren. Die Gesundheit, die wir haben, die wird hoffentlich immer voll bleiben. Aber wenn wir die Gegner angreifen, ist es so, dass wir Energie brauchen, um Kombopunkte zu generieren, und mit diesen Kombopunkten hauen wir dann mächtige Attacken raus. Das ist auch so ein bisschen in allen drei Spezialisierungen, dass wir über die Kombopunkte, diese Mechanik der Kombopunkte, quasi den Gegner oder dem Gegner den Gegnern zusetzen. Wir tragen Lederrüstung, fallen nicht ganz so schnell um. Da gibt es auch sehr, sehr cooles Rüstungssets. Macht definitiv Spaß. Die Waffen, wir haben ein ganzes Portfolio an verschiedenen Waffen, entweder Dolche, Faustwaffen, Äxte, Streitkolben und Schwerter, alles mit Einhand, keine Zweihand, aber so ein Schurke, der mit so einem gigantischen Zweihandschwert um die Ecke schleichen will, das ist ein bisschen auffällig, macht aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Heimlichkeit ist auch tatsächlich eins der Hauptattribute vom Schurken, das ist die Klasse, die wirklich sich durch die Gegnerreihen durchschleichen kann, um dann eben halt das Hauptziel einmal zu ermeucheln, zu erdolchen und dann flop wieder zu verschwinden, zur nächsten Quest weiterzuziehen. Nahkampfschaden teilen wir aus, und zwar ausschließlich Nahkampfschaden. Man ist immer nah am Gegner dran, man ist immer dabei, den Gegner oder dem Gegner zuzusetzen. Wir haben noch eine coole Sache, und zwar ist es so, dass wir Gifte auf unsere Waffen raufpacken können für verschiedene Zwecke, ob wir nun im Spieler gegen Umgebung unterwegs sind oder im Spieler gegen Spieler Modus. Das ist ganz cool. Für einen sogenannten War-Mode empfiehlt sich der Schurke auch. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Da kann man auch mal aus dem Hinterhalt agieren. Und die Kombos, das ist auch mit einer der Hauptsachen beim Schurken, die auch richtig cool sind. Durch das Aufbauen der Kombopunkte schnell mal einen Finisher raushauen, Mortal Kombat. Perfekt. Ja, als Schurke habt ihr drei Spezialisierungen. Das ist einmal Meucheln, Gesetzlosigkeit und Täuschung. Als Meucheln-Schurke sind wir mit so ein paar Dolchen unterwegs und verstecken uns, erdrosseln unsere Gegner, machen einen Dolchfächer, machen Flächenschaden damit, können Vendetta benutzen, das so ein bisschen vergiften unsere Waffen, machen Blutung. Das ist richtig cool, da können wir schleichig unterwegs sein, da sind wir so ein bisschen on sneaky, auf dem sneaky Pfad und knüppeln unsere Gegner aus dem Hinterhalt heraus. Wir können auch im Kampf wieder in die Verstohlenheit verschwinden, erneut drauf prügeln. Wir bauen Kombopunkte auf. Die Kombopunkte benutzen wir dann mit mächtigen Finishern. Das ist so ein bisschen Mortal Kombat-like, aber auch auf die coole Art und Weise. Als Gesetzlosigkeitsschurke ist es so, dass wir etwas offener agieren. Wir sind halt einfach der verschlagene Bandit, der quasi mit aus dem Hinterhalt angreift, immer dann, wenn der Gegner es nicht erwartet. Wir haben Pistolenschuss, mit dem wir da nochmal ein bisschen was inzwischen die Augen schießen können, so heißt auch eine Attacke. Schicksalswürfel, das ist eine sehr, sehr interessante Mechanik. Dadurch, dass wir die Würfel benutzen, kriegen wir diverse Buffs auf uns. Die sind mal besser, mal schlechter. Das ist so ein bisschen das Zufallselement, aber macht halt auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Wir können auch als Täuschungsschurke unterwegs sein, und das ist mehr so ein bisschen die Schattenart des Schurken mit dem Schattenschlag. Wir können dann Shuriken-Sturm, das ist so Ninja-mäßig, würde ich mal jetzt glatt in den Raum reinstellen. Und Symbole des Todes auf den Gegner drauf, wir weiden unseren Gegner aus, dann wenn er es am wenigsten erwartet. Macht richtig Spaß, das ist so echt cool. Die unwissende Beute wird gemeuchelt und weiter geht's zur nächsten Beute. Ja, als Schurke sind wir Meister der Verschlagenheit im Nahkampfmodus und knüppeln unsere Gegner nieder. Einer der absoluten Vorteile des Schurken ist das Schleichen. Dadurch können wir uns eine Menge Zeit ersparen, wenn wir tatsächlich wirklich nur einen Questgegner umhauen müssen. Da kann man sich dann hinschleichen, meuchelt den einmal und ist dann direkt wieder weg. Man kann auch als Schurke, und das finde ich besonders gut, seine Attacken im Grunde genommen im Voraus planen. Also man hat dann einen großen guten Überblick, haut den Gegner kaputt und ist dann unterwegs. Im PvP ist der Schurke sehr, sehr stark, weil
Ja, keiner weiß halt, wo ihr seid, wenn ihr nicht entdeckt wurdet. Und das ist schon mal, ja, jetzt jeden Moment könnt ihr angreifen. Ja, das ist, wenn ihr so zwei, drei Schurken sogar unterwegs seid in der Kombi, da kann man die Gegner auch wirklich festknüppeln, dass sie sich, die kommen nicht mehr weg, die können nichts mehr machen. Und dann könnt ihr die im Grunde genommen niedermetzeln. Im Großen und Ganzen, das ist so die freundliche Umschreibung dessen. Also jeder, der selber schon mal PvP gemacht hat, der wird feststellen, scheiße, Alter, drei Schurken, die machen mich jetzt hier kaputt. Oder zwei Schurken sind schon schlimm genug, aber drei ist der absolute Overkill. Coole Utilities und auch Gifte, das ist auch ein Merkmal des Schurken. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ihr packt Gifte auf eure Waffen drauf und könnt dann dadurch eben halt noch zusätzlichen Schaden verursachen oder die Heilung verringern, das und auch Gegner verlangsamen. Das ist sehr genial, das macht ultra viel Laune und einfach auch der Aspekt aus dem Hinterhalt anzugreifen, mit mächtigen Attacken reinzuhauen, das setzt den Gegner sowieso erstmal in Schockstarre, zack, betäubt, kann er nichts mehr machen, Zauber unterbrochen, ja, kann die Zauberart nicht mehr verwenden und dann kommt schon der eine oder andere Caster auch ordentlich ins Schwitzen. Ja, was ist mein Fazit über den Schurken? Der Schurke macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, wenn du auf Schleichen stehst oder wenn du gerne ein bisschen so ein kleines Random-Element mit dabei haben möchtest. Ihr habt drei verschiedene Schadensspezialisierungen. Jede einzelne hat so seine eigene Spielweise. Ist sehr, sehr cool, wenn ihr schleichen wollt, wenn ihr im PvP dominieren wollt, wenn ihr mit zwei, drei Schurken auf einen Gegner einknüppelt, dann hat er fast gar keine Chance mehr zu entkommen. Wird einmal komplett weggemacht und dann wird sich wieder versteckt, zum nächsten Gegner geschlichen und dann geht das Spiel von vorne los. Dann macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich selber spiele den Schurken nicht ganz so viel, aber vielleicht macht er dir ja auf jeden Fall richtig Bock. Dann lass mich das in den Kommentaren wissen, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Anschauen und ich verschwinde dann jetzt einfach mal im Stealth. Wir sehen uns im nächsten Video. Vesarius meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.